Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren DCS-Guide von mir. Heute möchte ich euch den Lanternpod der Tomcat vorstellen. Wir schauen uns das Display näher an und anschließend die dazu notwendige Steuerung direkt in den Einstellungen. Im nachfolgenden Video habt ihr dann die Möglichkeit, euch den scharfen Einsatz mit dem Lanternpod mal anzusehen. Zunächst, ehe wir mit dem Display beginnen können, müsste der Lantern eingeschaltet werden. Da möchte ich nur grob zeigen, dass der untere Wahlschalter direkt unter dem Lantern Joystick zweimal nach rechts gedreht werden muss, der dann eingeschaltet wird. Jetzt Achtung, die Wartezeit, bis dann das System hochgefahren ist, für die erste Stufe dauert 8 Minuten. Danach, nach 8 Minuten, taucht dann hier ein Standby auf. Das muss man dann nochmal drücken. Und nach 30 Sekunden ist dann der Lantern eingeschaltet. Und so viel dazu. In der Startup-Liste, die ich euch für die Rios da zur Verfügung gestellt habe, befindet sich jeweils auch der Hinweis dazu. Um einfach das direkt am Boden zu machen, um auch keine Zeit zu verlieren, weil 8 Minuten, das dauert halt manchmal. Nun gut, schauen wir uns das Display an. Ich nehme die Pause raus. Und wir müssen erstmal den TID-Mode auf TV stellen. Jetzt sind wir auf, sehen wir das TCS. Und da müssen wir jetzt hier einmal auf Video drücken, das Flir stiert und wir sehen jetzt den Lanternpod. Nice to know, es gibt noch einen sogenannten Video-Export, wenn man sich das dann größer ansehen will. Ich drücke den mal ganz kurz und so sieht das dann quasi in groß aus. Da sind recht viele Informationen, wie ihr seht. Beginnen wir einfach mal direkt hier in dieser großen Ansicht. Da habt ihr es einfach deutlich einfacher, das zu erkennen. Wir haben oben links in der oberen Ecke alle Informationen, die gerade unser Flugzeug betreffen. Wir haben unsere Koordinaten, die Nord- und Westkoordinate. Wir sind momentan auf Nevada. Und unsere aktuelle Höhe, 21.000 Fuß. Dann unsere Geschwindigkeit und unseren Steig- oder Sinkrate. Dann haben wir hier mit WHOT oder BHOT. Dann das Bild, wie ihr das direkt schon erkennen könnt. AGC oder MGC ist einfach nur, ob das Bild automatisch oder manuell aufgehellt wird oder verdunkelt wird. AGC passt eigentlich. Gain Control heißt das. Gut, dann unten links in der Ecke alle Informationen, die momentan unser Fadenkreuz betreffen. Das heißt, ich bewege mich jetzt hier und wie ihr seht, kommt dann zu L. Elevation ist dann quasi einfach nur, wo die Kamera gerade hinguckt, minus 20 und dann gehe ich weiter runter, minus 25 irgendwann. Dann die Ausrichtung vom Flugzeug, also 001 nach rechts und dementsprechend nach links. SRA ist einfach nur unsere Entfernung, sobald ich einmal laser. Da stand es kurz. 6,6 nautische Meilen. Ich gehe mal ganz kurz raus. Dazu muss natürlich auch der Laser eingeschaltet sein auf Arm, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also einmal nur drauf drücken, fertig. Gehen wir wieder zurück. Dann haben wir hier unseren Modus: Air to Ground, Air to Air. Kann man wechseln. Rates. Das wird sich nachher verändern, wenn wir Point Track nutzen, also ein Ziel anvisieren, locken. Hier unser Lasercode mit manuell 1688. Es gibt noch Auto. Auto bedeutet einfach nach dem Ausklinken wird automatisch ab einer gewissen Zeit dann der Laser eingeschaltet. Ich empfehle euch aber manuell, da ich im Forum gelesen habe, dass mit automatisch es manchmal Probleme gibt. GBU-16, das ist momentan die Waffenwahl, die momentan der Rio festgelegt hat. Einfach direkt links am Armament-Panel. Und diese ganzen Informationen betreffen immer das derzeit anvisierte Ziel oder damals anvisierte Ziel. Jetzt ist es ja gerade verschwunden. Will ja gerade starten. Das wäre ja hier der Flieger da oben. Wir suchen uns da ja ein neues Ziel. Zoom einmal rein. Wir sehen, ist das ein guter Pixelbrei. Einmal Area Track und jetzt will ich dieses Ziel haben.
Zack. Und jetzt sehen wir Time to go. Also in 41 Sekunden haben wir das Ziel überflogen. Sehen dann die Entfernung in nautischen Meilen und die Ausrichtung zu unserem Kurs. Wir sind 166 und das ist jetzt 182. Dann die Höhe zum Ziel, beziehungsweise das Ziel hat momentan 5000 Fuß Höhe. Nevada liegt halt hoch und die Koordinaten. Dann Time Release, das ist einfach dann Time Release für den Bombenauswurf, 11 Sekunden. Dieser wird dann hier runtergehen, wenn man dann die Bombe abwerfen möchte, muss der Pilot ab diesem Zeitpunkt hier, wenn Time Release 0 steht oder hier dann die vertikale Falllinie hier dann diesen Punkt erreicht hat, muss er die Bombe ausklinken. Wichtig dabei ist, der Pilot muss in Air-to-Ground-Modus sein und Masterarm natürlich on. Hier 166, das ist der Kurs des Flugzeuges und rechts 001 ist quasi die Kurskorrektur zum Ziel und dieser kleine Punkt hier, das ist quasi die Kamera. In diesem Bereich hält es sich gerade im Gimbal auf. Hier sind die Gimbal-Grenzen, die so schön hier eingezeichnet wurden. Und hier sieht er natürlich nichts und dort auch nicht. Das kann man sich einfach mal in der Außenansicht mal ansehen. Das liegt einfach daran, da die Kamera nicht überall hinschauen kann. Wir können nicht unseren eigenen Rumpf anschauen und dann dahinter ein Ziel aufklären, das geht nicht. Deswegen ist der Gimbal so geformt und so grob eingezeichnet worden. Nun gut, das soll eigentlich so zur groben Orientierung den ganzen Informationen dienen. Schauen wir uns jetzt einfach mal wichtige steuerungsrelevante Sachen an. Das ist jede Menge. Ich habe euch deshalb extra mal meine Steuerung unten unterm Video gepostet. Einfach nur als kleinen Vorschlag mit auch einem Screenshot dabei, dass ihr da einfach einen kleinen Überblick erhaltet, wie sowas aussehen kann. Ich gebe mal hier oben eben in der Suche ein Lantern. Ah, deswegen war das. So. Ja, er schaltet dann immer auf den Piloten. So. Lantern, Control Panel, jede Menge. Und zwar ein wichtiger Hinweis. Wir haben hier Modifikatoren und ich besitze den Rotas Warthog Komplett Set hier. Und es gibt ja Modifikatoren und es gibt hier noch Schalter. Ich habe mir das jetzt so gelegt und zwar der Joystick ist ja normalerweise dieses HSU, ne, Hand Control Unit und der Lantern ist auch nochmal ein extra Joystick. Entweder ihr holt einen Xbox Controller oder habt einen zweiten Joystick und so weiter. Oder ihr belegt den halt vollkommen doppelt, wo ihr dann aber nur statt beim Modifikator musst ihr ja gedrückt halten und bei dem Schalter heißt es, ihr drückt nur einmal den Button und die andere Einstellung ist aktiv. Und genauso habe ich es gemacht. Ich habe komplett den Joystick komplett doppelt belegt. Und wenn ich einmal den sogenannten Joy-Button 15 drücke, ist mein Lantern-Einstellung aktiv. Drücke ich ihn nochmal, ist ganz normal das Hand-Control-Unit aktiv. Nun gut, gehen wir einfach mal auf die wichtigsten Dinge ein. Zunächst einmal haben wir hier Laser, ich fange einfach von oben nach unten an. Wir haben Laser Latched. Das bedeutet, wenn ihr diesen Button drückt, ist der Laser für eine Minute aktiv. Beispielsweise, ihr werft die Bombe aus und 20 Sekunden Time to Impact schaltet den Laser on. Und das realisiert ihr einfach durch Laser Latched. Einfach draufdrücken und gut ist. Gehen wir weiter. Point Track ist, wenn ihr jetzt mit dem Trigger, den muss ich leider vorsetzen. Ihr habt Half-Action und Full-Action. Half-Action ist Lasern und einfach nur die Entfernung bestimmen. Also links unten im Display voll durchziehen ist, ihr wollt das als Ziel haben. Und dazu habt ihr dann noch Point Track und Area Track. Area Track, da wird erstmal der Bereich getrackt, dann wollt ihr diesen Bereich haben. Ganz hilfreich, auch wenn der Pilot rumfliegt und sich das Flugzeug bewegt, dann bewegt sich die Kamera ganz Zeit mit. Da, wo ihr sie nicht haben wollt, wenn ihr einmal mit Area Track macht, bleibt die Kamera stabil. Und mit Point Track seht ihr dann quasi, wie gerade eben, dass ein Ziel, was sich auch bewegt, weiter getrackt wird. So wie hier. Schauen wir uns das weiter an. Danach folgen dann
die QWP Plus und Minus. Das zeige ich euch gleich. Und zwar, das ist einfach nur, ihr könnt auch mit Hilfe des Lanterns euch Waypoints anschauen lassen. Also wenn ihr in der Nähe seid, dann geht der Lantern einfach automatisch dann auf den nächsten Wegpunkt. Und so könnt ihr euch Waypoints setzen, die irgendwie ungefähr im Ziel sind. Und dann geht ihr einfach die Waypoints durch und habt dann die Möglichkeit, genau, ah, dort ist mein Ziel und dort beobachte ich jetzt. Direkt daneben habe ich dann die Slider verwendet und die Modes. Beginnen wir erstmal mit den Slider. Also Laser Fokus. Sobald ich diesen Button drücke, habe ich die Möglichkeit dann im weiteren Verlauf meinen Laser zu ändern zu manuell und Auto. Ich habe gesagt, nehmt lieber manuell und den Lasercode könnt ihr dann auch ändern. Für zum Beispiel Bodylasing. Aber eure GPUs selbst, die sind fest eingegeben. Also das könnt ihr nur am Boden einstellen, standardmäßig 1688. Und müsst ihr dann am Boden erst ändern, wenn ihr dann einen anderen Laser haben wollt. Auf der anderen Seite AGC und MGC, das ist dieses Automatic und Manual Gain Control. Einfach, dass das Bild, dass ihr da gut was erkennt. Ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, am Brightness-Drehschalter auch noch was zu machen. Dann haben wir Air-to-Ground und Air-to-Air und NAV. Selbsterklärend. Gehen wir weiter. Und jetzt kommt der S4-HUD. Der S4-HUD ist ein Vier-Wege-Switch plus ein Button. Der Button selbst ist einfach nur dazu da, um auch das Display hier zu deklattern. Und wir können dann auch dort den Laser-Auto-Mode zum Manuell wechseln. Reihenfolge wäre dann Laser-Fokus einmal drücken und dann einmal den S4-HUD-Press und dann seid ihr im manuellen oder im Auto-Mode. Dann diese beiden braucht ihr dann später, um halt Gain Plus oder Gain Minus, wenn ihr im manuellen Control seid, oder Code Plus, Code Minus, um dann nachher den Lasercode zu ändern für Bodylasing. Und rechts und links ist einfach nur dazu da, um dann die Zahl zu wechseln für den Lasercode. Ansonsten habe ich noch mir persönlich noch Toggle FOV gelegt, einfach nur um zu zoomen. Und WHOT, BHOT habe ich auch noch belegt. Half Action und Full Action habe ich schon erwähnt. Und dann Lantern Undesignate. Einfach nur, um das Ziel zu deselektieren. Und was es auch noch gibt hier, wäre dann hier Lantern TCS Select, was wir hinten links machen mussten, weil wir erst die TCS-Kamera gehabt hatten, um dann dort umzuschalten. Ja, und Laserarm, falls ihr so viele Knöpfe noch übrig habt, könnt ihr natürlich auch noch nehmen. Ansonsten das mit Einschalten, das müsst ihr quasi nur einmal drücken und dann läuft er permanent, er überhitzt auch nicht. Solange nicht den Laser latcht, halt achtmal hintereinander drückt innerhalb von 8 Minuten, dann sollte es da auch keine Probleme geben. Nun gut, also schauen wir uns noch mal Kleinigkeiten an zu diesem Display. Also, wie ich ja gerade gesagt habe, hat man hier die Möglichkeit, das hier umzuändern. Und zwar hier seht ihr dann manuell und Auto. Ich kann hier den Lasercode ändern, kann hier springen, was halt jetzt hier gar keinen Sinn macht. So ist wieder ursprünglich. GPUs wechseln, also eine andere Auswahl an der Bewaffnung zu haben, geht halt nur dadurch, indem ihr halt den Weapon Type hier belegt. Das ist ganz normal. Air-to-Ground mäßig hier Weapon Type wählen, Inst. Nur wichtig ist dann später der Attack Mode auf manuell. Und dann natürlich die Station wählen. Ein Ripple könntet ihr quasi auch noch setzen, aber das braucht ihr ja quasi nicht für Laser-Guided Bombs. Gehen wir wieder zurück. Also, das hat sich dann hier mit geklärt. Air-to-Ground, Air-to-Air. Auch ebenfalls. Jetzt gibt es noch einen coolen Trick. Und zwar, wenn ich jetzt kurz mal hier den deselektieren. Und zwar, ich bedrücke jetzt diese Tasten QWP minus, QWW plus. Und wie ihr seht, sind hier so drei
Wegpunkte. Ich hab einen Wegpunkt gesetzt am Anfang der Flugbahn, am Ende der Flugbahn und irgendwo noch weiter hinten. Und die kann ich quasi einfach so durchschalten und kann sofort sehen, ah, da ist mein Ziel. Und auch die jeweilige Time to go, die Ausrichtung und die Entfernung wird unten rechts auch jeweils komplett angezeigt und auch die Koordinaten, was recht praktisch ist. Was es auch noch gibt, ist dann quasi, genau, jetzt habt ihr es gerade gesehen, ich kann Ziele speichern, beziehungsweise ein Ziel kann ich speichern. Ich habe jetzt hier, ich zeige euch nochmal kurz den Button. Habe hier den S4 Hard Right, damit gehe ich zum Ziel und mit S4 Hard Up gehe ich nach vorne. Und warum nach vorne? Zum Beispiel. Der Pilot hat eine SAM-Stellung aufgedeckt oder was weiß ich und damit springt er sofort auf die Nase, wo gerade der Pilot gerade mit der Nase hinzeigt. Gegebenenfalls ist er auch schon in Richtung des Ziels und damit könnt ihr es halt super schnell anvisieren, aufklären und mit nach rechts könnt ihr wieder zu eurem ursprünglichen Ziel zurückwechseln. Wichtig dabei, jetzt seht ihr, Point Track ist raus, jetzt müsste ich wieder hier nachjustieren, das Ziel jetzt hier anvisieren. Mit Point Track gleichzeitig. Zack, da habe ich ihn wieder. Und er bewegt sich auch mit. Ihr könnt aber nur ein Ziel speichern. Ihr könnt alle Wegpunkte nehmen, die so in die Tomcat reinpassen. Aber ihr könnt nur ein Ziel nehmen. Ein Ziel kann gespeichert sein. Ich kann das jetzt hier kurz undesignaten. Ich möchte hier in den Area Track gehen. Gehe wieder zurück. Und da habe ich die alte Position, weil er ja nicht erkennt. Er merkt sich ja nicht, dass er sich bewegt. Was ich aber auch machen kann, ich sage kurz, alles klar, hier die Entfernung sind 6,4 nautische Meilen, springe wieder zurück und bin wieder aufs andere Ziel. Also ich kann hier auch immer eine Übersicht wieder wahren und immer wieder zurückspringen. Nun gut, das soll es erstmal im Groben und Ganzen gewesen sein. Den scharfen Test und den scharfen Einsatz des Lantern Pods seht ihr dann im nächsten Video, wo es dann einfach nur darum geht, die Bombe ins Ziel zu bringen, mit auch einem Piloten dabei. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch geholfen und hat euch einen groben Überblick verschafft über den Lantern Pod. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie unten in den Kommentaren. Ich helfe euch sehr gerne. Und in diesem Sinne, das war's von meiner Seite aus. Ich melde mich ab. Servus.